Ja, servus. Heute mal wieder ein Video zur Wanderkarre. Praktisch live aus der Baustelle vom Vorplatz. Also bleibt dran. Ja, ihr seht es im Hintergrund, es hat sich einiges getan seit dem letzten Video. Also die Schweißarbeiten sind hoffentlich fertig. Also ich hatte den letzten Punkt gesetzt, dann war mein Schweißdraht leer. Insofern, ja, so zwei, drei Sachen hätte ich gerne noch mal ein bisschen nachgeschweißt. Aber das kann ich dann später immer noch machen, weil jetzt, ne, man muss sich das mal vorstellen, ne, wir haben jetzt die Ende der ersten Februarwoche. Hier in der Sonne 14 Grad und das Wetter will ich halt nutzen, um zu lackieren, weil dann kann ich mir mit der Elektrik und allem schön Zeit lassen und kann es einfach fertig machen, weil am Anfang dachte ich, ich baue es zusammen und mache so Testläufe, bastel es fertig, dass ich auch ja im März oder im April fertig bin. Dann baue ich es auseinander und lackiere es wieder. Wenn das Wetter natürlich jetzt das anbietet, dass es so warm ist, dass man das lackieren kann, dann mache ich das jetzt natürlich. Davor zeige ich euch mal, wie jetzt der Stand der Dinge ist, was alles passiert ist. Also für alle, es ist gerade geschickt hier, richtige Arbeitshöhe hier mit diesem Absatz. Für alle, die das erste Video nicht gesehen haben oder das zweite, also es ist ein Solo Minor, ich verlinke euch die Videos auch mal hier oben. Und den habe ich im Prinzip jetzt mittlerweile komplett umgebaut. Also ich habe im Prinzip ihn abgesägt. Das hier war der hintere Teil. Das war vorne. Habe im Prinzip die Deichsel abgesägt und praktisch den Rahmen mit der Deichsel auf die Rückseite geschweißt. Das habe ich daher gemacht, da ich dann vom Schwerpunkt viel näher an die Achse komme mit meinem Hubgerüst. Ich habe dann jetzt auf der Seite praktisch den Antrieb und bin dann praktisch, meine Räder gehen bis hier, also bin da einfach näher an die Achse gekommen, was ja vom Kippmoment ganz interessant ist. Vorwärts, rückwärts ist ja absolut kein Problem, weil es ist ein Wendegetriebe. Dann haben wir hier die Halterung für den Motor für den Fahrantrieb. Mittlerweile habe ich auch das Problem mit der Kette gelöst, da habe ich mir einfach vom Motorradzubehör einen Kettenspanner besorgt. Was ich mittelfristig bestimmt noch machen will, wenn sich alles erprobt, ist eine größere Übersetzung, dass er ein bisschen schneller fährt. Aber erstmal tut es so. Also hier Motorfahrantrieb. Hier oben habe ich mir jetzt für die Hubbewegung habe ich mich jetzt für eine ganz klassische Seilwinde entschieden. Die sitzt dann hier oben, also auch hinter der Achse. Und das Seil, die Seilführung ist praktisch hier oben über eine 4-Tonnen Umlenkrolle. Hier in dieses Hubgerüst. Da liegt hier die Gabel. Im Prinzip läuft es hier dann in dieser Schiene mit einer Hartholzfassung, die hier drüber gesteckt wird. Funktioniert jetzt so im Testbetrieb ganz gut. Hier habe ich noch zwei Halter jeweils für LED-Scheinwerfer. Ob ich da zwei brauche, weiß ich nicht. War halt ein Zweierset. Und dann kommt im Prinzip hier noch ein Kasten hin, wo dann eben die ganzen Steuergeräte sind. Ja, da wird auch eine 12-Volt-Batterie noch angebracht werden oder eingebaut werden, weil jetzt habe ich leider das Problem, dass diese Winde natürlich, die Offroad-Winden alle mit 12 Volt gehen. Mein Fahrantrieb mit 36 Volt. Ein Spannungswandler gibt es zwar, aber die, wo eben diese Ampere aushalten, die kosten um die 70 Euro und für das bekomme ich halt auch einfach mal einen Akku, vor allem, weil ich ja auch nicht weiß, wie lange hebt der Spannungswandler. Und habe dann eben mit dieser 12-Volt-Batterie vor allem hier hinten dann nochmal auch etwas Gegengewicht. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke, außerdem habe ich hier welche stehen. Kann später immer noch verfeinert und umgebaut werden. Ja, wie gesagt, jetzt tue ich mal im Prinzip alles, lackiere ich nicht. Das Getriebe zum Beispiel, das lasse ich wie es ist. Sind
Ja, ich finde das Orange jetzt nicht schlecht. Ist auch kein Neufahrzeug. Wird in ein paar Monaten oder ein paar Jahren oder wann auch immer so gebraucht aussehen. Aber den Rest, was eben oben nicht oder wo es sichtbar ist oder wo auch blankes Metall ist, das lackiere ich mir einfach. Ja, so ist der Stand. Vielleicht noch kurz zur Gabel, wenn wir hier dabei sind. Wobei, das kann ich auch im fertigen Zustand dann mal zeigen. Ich habe jetzt hier das so gemacht, dass ich eine Zweierpalette habe. Habe mir das standardmäßig jetzt so eingerichtet, dass ich sage, okay, die meisten Bienenvölker Wandrich, Brutraum plus ein Honigraum, wobei ein zweiter Honigraum auch kein Problem ist. Die Hupe ist so, dass Hupe, ich glaube, so um die 80 Zentimeter sind es. Also ich kann auch im Prinzip zwei Paletten aufeinander stellen. Ne? Das ist absolut auch machbar. Und jetzt gucken wir, wie es sich bewährt. Und wenn alles nichts ist, dann müssen wir da halt noch mal ran. Und ja, wenn ihr noch Anmerkungen habt, was man noch so verbessern kann oder was man noch einbauen könnte, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Februar. Ziemlich warmer Februar ist ja, dass es den Bienen gut geht und bis zum nächsten Mal.